Hey, liebe Plattenfreunde, Guido bleibt wieder hier. Ja, ich freue mich, mal wieder draußen zu sein, auch wenn es heute relativ kalt ist hier oder so und ich irgendwie jetzt das ganze Wochenende mit einer verschnupften Nase und Husten, Heiserkeitsscheiß im Bett gelegen habe. Also voll daneben, freue mich überhaupt nicht drüber. Heute ist wieder einigermaßen besser, meine Nase ist zwar noch dicht, ich schätze mal, ich rede total nasal. Aber egal, ne? Da muss die Plattenkiste einfach durch. Ne? Ja, es gibt ein paar Neuigkeiten. Dachte ich mir, mache ich mal wieder draußen irgendwie so. Es ist ja irgendwie, wenn man schon ein paar neue Platten hat, kann man sie auch draußen vorstellen. Ne? Was das jetzt für eine Logik ist, weiß ich auch nicht so ganz genau. Das ist die Guido-Logik. Ne? Erstmal mal sorry für letztes Mal. Es ist natürlich immer so irgendwie so, weißt du, man sitzt dann da zu Hause und denkt, oh, ey, ich will was Geiles machen oder so. Hauen wir ein paar coole Effekte rein oder irgendwie so. Ne? Ja, im Endeffekt weiß ich auch nicht. Ne? Manchmal muss man wieder old school, back to school, wollte ich gerade sagen. Vor allem mit meinen Haaren, das nervt mich auch total. Einfach nichts machen, einfach das Ding laufen lassen, zacke, fertig. Ne? Irgendwie nicht immer dieses ganze Schnickschnack drumherum. Ne? Ja, man will ja immer Spielberg-mäßig da am Start sein. Aber totaler Humbug, sage ich mal. Alter. Sorry also für manche merkwürdige Lichtschattenspielchen, die da so irgendwie existieren. Soll nicht so sein. Hier sind auch ganz schöne Lichtschattenspielchen auf meiner Platte. Rolled Gold, natürlich hier. The very best of the Rolling Stones. Ziemlich bekanntes Album, glaube ich, von den Jungs. Alles drauf, was man so will. Letzten Endes live aufgenommen teilweise. Studio, geile Studioaufnahmen. Nee, Quatsch, live ist da auch was live drauf. Weiß ich gar nicht ganz genau. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ne? Aber es ist natürlich alles Große drauf, was man irgendwie so haben will von den Stones. Gute Platte muss einfach sein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die auch alle kennt. Ne, gehe ich mal zumindest von aus, also natürlich. Schön finde ich auch, da freue ich mich ganz besonders drüber, ist John Cale, Paris 1919. John Cale ist ja so, geil, geht das wieder los. John Cale ist ja so Art-Rock-Musiker, ne? Den kennt ihr ja alle. Ist ja einer der Mitbegründer von Velvet Underground damals gewesen. Coole Sachen gemacht, der Mann. Auch natürlich immer schöne Artwork-Sachen hier drauf, irgendwie so, wenn man sich das so anguckt. War mal so eine Billigscheibe, ich glaube, dieses gelbe Zeichen war mal irgendwie so, hier war mal irgendwie nochmal billig produziert worden oder irgendwie so. Weiß ich gar nicht ganz genau. Nichtsdestotrotz, John Cale, Paris 1919. Schöne Platte, die ich mir immer wieder gerne mitnehme, natürlich. Ne? Ganz besonders freue ich mich hier über Mark Fürhopp. Fürhopp heißt das ganze Ding. Und zwar ist das Blues Promotion. Und zwar ist das eine Hamburger Band. Ich weiß gar nicht ganz genau, was hier läuft irgendwie so mit dem Mann. Ich finde das Cover erstmal total klasse. Natürlich, wenn man sich das so angucken darf. Und also dieses handgemachte Bluesmusik natürlich. Hier viel mit Harmonika gespielt, der Mark Fürhopp. Hat gute Leute noch mit am Start hier natürlich auch noch. Kann man auch nicht mit drüber meckern. Ich rede einen Scheiß daher, tut mir echt leid. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das hier der ganze Eiter ist, der mein Gehirn langsam drückt und dann irgendwie so komische Sachen dabei zusammendichtet. Keine Ahnung. Tut mir leid, liebe Leute, ich will gar nicht so einen Quatsch reden. Ich freue mich darüber. Ne? Es ist eher wie eine Promo. Blues Promotion, Hobo Records, relativ selten zu kriegen, das ganze Ding. Toll, super. Ja, was soll ich das tun, ne? Und dann habe ich hier Precious Wilson, Precious Wilson and the Sky Train on the Racetrack. Ich glaube, erste Solo-LP. Ist ja damals Sängerin von Eruption gewesen. Ne? I can't stand the rain, get my window. Blum, 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 blum. Und das ist eben halt nur Precious Wilson. Ist so ein bisschen Gospel-ähnlich angehaucht, das ganze Ding. Sind natürlich auch ein paar schöne Scheiben drauf. Hier Funky Dancer und so. Und natürlich auch The Racetrack ist relativ bekannt. Cry to Me ist auch eine große Single. Und natürlich mit Poster. Ja, ist da sogar das Poster noch drin. Ne? Das sieht auch ziemlich cool aus, das Poster. Geiles Teil. Ich freue mich natürlich auch immer wieder drüber, ne? Precious Wilson ist schön. Genauso wie Steve Forbid, Streets of this Town. Steve Forbid, das ist so ein Milchbubi, wenn ihr den hier so seht. Der Milchbubi hat es aber drauf, der ist relativ guter Liedermacher, ja.
was soll man dazu sagen? Das ist keine Popmusik, das ist so. Ist auch keine Folkmusik, das ist so. Naja. Liedermachermusik halt, ne? Also. Kann ich jetzt auch schwer einordnen, irgendwie so ganz einfache Musik, die man auch ganz gut hören kann. Ja, toll, ne? Was ich so alles weiß. Mann, das haut mich immer um, ne? Das Kamera gefällt mir aber auch ziemlich gut, das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, ihr seht das alle ziemlich gut jetzt hier, weil ich habe ja hier wieder, Achtung, Achtung, meinen super-duper LP-Ständer da stehen. Ja, darüber freue ich mich natürlich, ne? Thin Lizzy, alte Thin Lizzy hier. Black Rose of Rock Legend, ne? Schöne Sachen hier drauf von Phil Lynott und Gary Moore noch an der Gitarre natürlich. Scott Gorham noch an den Lead Guitars mit bei Phil Lynott. Geile Band zu ihrer Zeit. Schöne Schüttel, frühe Scheibe aus den Jahren 1979. Auch noch hier ein schönes Bild von Jim Fitzpatrick, irgendwie so, der das Ganze da irgendwie gezeichnet hat. Schönes, schönes Teil. Einer coolen Band, die leider viel zu früh, ja, alle beide mittlerweile, Phil Lynott schon lange tot, Gary Moore ja relativ schnell hinterhergekommen, der gute Mann, ne? So, hier habe ich jetzt eine Platte, weiß ich gar nicht, wie die heißt, das ist natürlich auch super, Combo Millennium, heißen die wirklich so, Combo Millennium, bin ich gar nicht ganz sicher, auch noch mit Post natürlich, Combo, Gumbo Millennium, 24/7 Spice, ne? Kenne ich nicht die Band, ich weiß nur, dass die, geile, ja, so Hardcore, Hardrock, Funk-Band, ne? Ist so ein bisschen Bad Brains, so in dieser Richtung soll das gehen. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, muss ich mir nachher erstmal reinziehen. 24/7 Spice heißen die. Sehr interessant für die Jimmy Hazel, P. Floyd, Rick Skettor und Anthony Johnson an den Drums, wo mir der Name bekannt vorkommt, aber ich glaube, das ist jemand anders gewesen. Aussehen tun die Jungs schon mal relativ cool, wenn man sie so sieht. Und das ist eine ganz vielversprechende, coole Platte. Ja, da freue ich mich richtig drüber. Da bin ich echt mal gespannt, was die uns so bringen. Ne? Okay, hier ist eine Geburtstagsscheibe zur neuen Anlage nach dem Geburtstag von Micha und Gili. Haben sie hier schön drauf gekritzelt, aber die Scheibe mag ich ganz besonders. Can't Stop the Love von Maze featuring Frankie Beverly, ne? Da ja auch schon haufenweise drüber erzählt über Maze, Frankie Beverly und Co. Coole Truppe, habe ich selber schon gesehen, damals in Bremen. Toll, also so viel Liebe, muss ich auch immer wieder sagen, was da so irgendwie war. Also alle hätten sich im Arm genommen und hätten miteinander geschmust. Geiles Konzert damals gewesen in der Stadthalle. Coole Musik, habe ich 3-4 Platten von Maze. Top, einfach nur Top Band, natürlich, ne? Fire It Up, darüber freue ich mich jetzt ganz besonders. Cover ist ein bisschen angekraxelt, aber ist mir scheißegal. Rick James, ja, und der Mann hat es ja natürlich drauf, auch wenn er total durchgeknallt ist. Das wissen wir ja, dass der ist ja richtig durchgeknallt ist, ne? Es gab viele schöne Rick James, da waren viele bei heute, aber die waren alle ein bisschen abgeschrammelt, beziehungsweise waren es teilweise Doppel-LPs, wo nur eine da war und so. Die habe ich dann doch nicht mitgenommen, das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu blöd. Aber da kam ich nicht drum herum. Erstmal, das Cover ist total abgefahren. Und der Typ natürlich selber auch. Cooler Funk-Bassist natürlich. Kennt ihr auch alle, haben wir auch schöne Platten von Rick James. Ihr bestimmt auch. Geil. Also da kann ich nichts anderes zu sagen, da freue ich mich richtig drüber. Ne? Da mache ich mal die beiden einmal nochmal vorweg. Cat Stevens, ja, Cat Stevens, wie geleckt, da ist nichts dran an den Scheiben, die musste ich einfach mitnehmen. Tea for the Tillerman natürlich, relativ bekannte Scheibe, ich gehe mal davon aus, auch die kennt ihr alle, oder habt sie mal gehabt oder habt sie gehört oder wollt sie haben oder was weiß ich nicht alles. Father and Son hier natürlich drauf. Geile Scheibe, natürlich, ne? Cat Stevens. Und genauso habe ich hier nochmal Cat Stevens. Teaser and the Fire Cat. Auch wie geleckt das Ding. Muss ich mitnehmen, natürlich, ne? Also ich weiß nicht, ob ich die schon habe, bin mir gar nicht ganz sicher. Aber für das wenige Geld, sag ich mal, irgendwie so, kam ich da nicht drum herum. Ne? Und eine Scheibe, die finde ich sehr interessant. Das weiß ich auch überhaupt nicht, was das ist. Also ich weiß schon, wer das ist, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Und zwar von 4 Music aus dem Hause Fanta 4. 4 Promotion, eine reine Promotion-Scheibe aus dem Columbia Sampler 4 Elements.
Von Max in Afrop, also Max Terry natürlich, von Freundeskreis natürlich. Ne? Da ist nämlich ein Exklusiv-Interview von den beiden drauf. Dann gibt es nochmal den Main-Mix, den Instrumental-Mix und den A Cappella-Mix von Eimsbosch bis 0711. Ich gehe mal davon aus, dass das der Titel ist, aus dem Titel Freundeskreis-Album Esperanto. Natürlich mit noch Sammy Deluxe an den Vocals. Und das ist sauteuer, das Ding. Habe ich nur mal ganz kurz bei Discogs gesehen für 26 oder irgendwie sowas. Dachte ich, okay, ja, warum nicht, ne? Kann man ja auch mal mitnehmen, ne? Freue mich auch drüber, auch wenn ich jetzt gar nicht genau weiß, was das ist. Also das Interview, das Exklusiv-Interview. War mir mal egal, ne? Also erstmal mache ich ja Freundeskreis, finde ich ja schon relativ cool, ne? Also Anna Regen und bla bla bla. Sammy Deluxe ist sowieso geil, also hier nochmal Hut ab hier zu sein, letzten Unplugged, neben Udos Unplugged, das nächste coole Unplugged, was gerade läuft. Glaube ich sogar zurzeit ein bisschen auf Tour mit dem Unplugged-Ding, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch richtig super. Und ja, das muss man haben, freut man sich drüber. Ne? Bitte, bitte, bitte. Ja, und das Schönste heute, das kommt zum Schluss. Ne? Das Schönste kommt zum Schluss. Da gehe ich doch heute zum Arzt. War wichtig. Ne? Und dachte mir, ja gut, guck ich nochmal bei meinem Plattendealer in meinem kleinen Rahlstedt vorbei. Ne? Und mal sehen, was da so läuft. Ne? Und da hat er noch eine neue Box bekommen. Also eine Box voller Schallplatten. Mit schönen Platten drin. Und da dachte ich mir, oh Mensch, tatütata, tatütata. Jetzt will ich etwas raus. Ja, und guck da so ein bisschen rein und irgendwie sowas, ne, und fall bald vom Glauben ab, weil ich hatte leider nicht so viel Geld dabei. Und hab mitgenommen. Gregory Porter. Fangen wir mal damit an. Ne? Features and Remixes, Issues of Life, eine wunderschöne aus dem Jazz Must Have Reihe. Doppel-LP, 180 Gramm natürlich irgendwie so. Nigelnagel neu, das Ding für einen Zehner. Ja, genau so habe ich da vorgestanden und gesagt, cool, die gehört mir. Ja, beim nächsten Blättern sehe ich da Gregory Porter Water. Ne? Schöne, wunderschöne, auch aus demselben Hause übrigens, Membran, aus dem Jahre 2013, auch neu, nichts dran. Die Dinger sind auch alle digital mit CDs und was nicht sonst alles. Ne? 12 Euro. Ne? Gregory Porter, Water für 12 Euro. Wunderschöne Doppel-LP, auch schwer wie Sau, mit CD, alles drin hier und so. Für 12 Euro. Habe ich drüber gefreut. Und nichtsdestotrotz, Gregory Porter, ne? Be Good. Ne? Be Good, auch aus der Must-Have-Jazz-Serie, auch mit CD da mit bei und was nicht alles hier irgendwie da noch drin ist. Audiophile 180 Gramm Rekord, ne? Absolut geile Platte, klingt echt fantastisch und so. Und diese kostet 15. Und da war ich echt erstaunt. Ne? Da war ich echt erstaunt und habe mir noch mal so ein paar andere Sachen dort angehört. Und der hat ganz viele, ganz viele aufgekauft. Der hat die von Membran gekriegt, warum auch immer. Und jetzt treffe ich mich noch mal mit dem Mann. Und dann hören wir noch ein paar Sachen an, weil er kannte die meisten auch nicht davon. Da sind ganz viele Indie-Sachen mit bei gewesen und wunderschöne finnische Jazz-Sachen noch und so. Und da bin ich total angetan. Und da machen wir richtig gute Preise raus. Da freue ich mich natürlich drüber. Und ich freue mich an dieser Stelle auf drei wunderschöne Gregory Porter. Guck mal, so. Drei wunderschöne, kannst du das überhaupt sehen? Das glänzt wieder, weil sie alle in Folie sind. Ne? So. Drei wunderschöne Gregory. Ich habe übrigens, man sieht das, deswegen ich habe jetzt hier meine Kamera und da kann ich das sehen, wenn das glänzt. Ich bin nämlich klug. Drei richtig geile Gregory Porter Platten für 37 Euro gekauft. Also im Prinzip sechs. Sechs Platten, nagelneu, für 37 Euro. Und da freut sich der Platten-Guido ganz, ganz doll drüber. Weil das ist wunderschöne Musik von einem fantastischen Musiker, Grammy-Preisgewinner, Smoothie Jazz, richtig für den abendlichen Ausklang, so ein Gläschen Wein. Und wenn die Nase frei ist, kann man auch noch ein bisschen kuscheln. Also ganz, ganz toll. Ja,
Das wollte ich euch noch mal ganz kurz mitteilen. Deswegen bin ich jetzt hier draußen und friere leider gerade so ein bisschen. Ansonsten genießt euch ja mal ein bisschen auch das schöne Wetter hier irgendwie. Es ist ja irgendwie echt fantastisch, auch wenn es ein bisschen kalt ist. Genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen. Und hört schöne Musik. Ja, natürlich. Ja, hört schöne Musik und lasst es euch gut gehen. Meine Güte. Okay. Bye bye, Boys and Girls. Bye.